Jetzt müsste ich irgendwie hinter das Bild kommen. Irgendwie. Könnte ich das Stuckateureisen vielleicht mit irgendetwas benutzen? Oder das Buch? Wir benutzen das Buch mit dem Buch. Dann haben wir zwei Bücher. Können wir den Stadtplan? Das Buch vielleicht. Nein. Schlüssel. Hatte ich, glaube ich, schon. Ja, das sind Sachen... Könnte ich das im Rucksack? Nö. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was ich jetzt noch benutzen könnte. Ja, der Kühlschrank, aber... Kann ich irgendwas in den Kühlschrank? Max bewahrt in diesem Kühlschrank... Also, ihr macht es ja gleich wieder zu. Guck mal hier, pack mal das Stuckateureisen. Das Werkzeug in den Kühlschrank legen? Was soll das denn werden, ein Eispickel? Ja, ja. Na gut. Ich pack's ins Eisfach. Ja, 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 ja. Da kam mir gerade eine Idee. Weil das könnte ich dann damit nutzen, um den Temperaturfühler, kurze Zeit später, dann einen Temperaturunterschied zu erzeugen. Stimmt, das könnte ich dann machen. Cool. Uah, uah, uah. Ein eiskaltes Werkzeug. Wenn ich das kalte Metall an den Temperaturfühler halte, denkt die Klimaanlage, der Raum wäre eiskalt und... Es wird wärmer. Ich bin ein verdammtes Genie. Wieso? Was bringt das denn? Weißt du, was ich mal nochmal alles an? Vielleicht gibt es hier irgendwie einen Kurzschluss oder sowas. Die Lavalampe auch noch. Da müsste ich jetzt eigentlich alles eingeschaltet haben. Und. Nee. Okay, gut. Bringt leider nichts. Schade. Oder ist die... Ist die noch an? Die Klimaanlage ist an und heizt das Büro. Okay, nee, doch. Dann doch. Ja, mehr kann ich allerdings nicht anmachen. Max bewahrt in diesem... Schade, ich dachte, ich könnte jetzt einen Kurzschluss hervorrufen und dann... Was weiß ich, keine Ahnung. Passiert irgendwas. Das Bild ist zwar aus... Kann ich jetzt vielleicht das eiskalte Werkzeug damit benutzen? Nein. Tja... Da. Kinderkram. Tja. Du gehst auch mal aus. Dann gehst du aus. Und du auch. Und du auch. Die Klimaanlage ist bereits an. Egal, machen wir nochmal. Die Klimaanlage läuft schon auf Hochtouren und bläst warme Luft in den Raum. Ja, okay. Ich überlege gerade. Also, mein Plan ist es immer noch, versuchen, hier einen Kurzschluss hinzukriegen. Aber es geht wahrscheinlich nicht. Aber meine Überlegung wäre jetzt alles gewesen, aber alles scheint nicht zu helfen. In diesen Unterlagen hier ist absolut nichts Interessantes zu entdecken. Vielleicht muss ich es in einer bestimmten Reihenfolge einschalten, warum auch immer. Okay, versuchen wir mal Lavalampe. Passiert nichts. Dann versuchen wir noch das Aquarium. Ich hege immer noch die Gedanken, dass das hier vielleicht per Batterie läuft. Huch. Wow, das ist ja wie bei 007. So langsam drängt sich mir der Verdacht auf, dass Max auf solche Spielchen steht. Und dieser Mechanismus hier übertrifft das Versteck in seiner Wohnung deutlich. Wofür diese unglaubliche Geheimniskrämerei? Was? Ach so, wegen Vulkan? Lavalampe? Was sind denn das für Unterlagen? Wasser? Oh Gott, wie soll ich mal darauf kommen? Das war jetzt mehr Glück. Max hat also versucht, hinter das Geheimnis der Reliefs in der Tempelanlage auf dem Nabelberg zu kommen. Aber warum liegt das alles im Safe? Und wieso wollte Max, dass ich es finde?
Oh mein Gott, dieses Zeichen. Oh. Das kenne ich. Oh shit. Unmöglich. Die Säule auf diesem Foto ist 11.000 Jahre alt. Wie kommt das Zeichen darauf? Wollte Max vielleicht deswegen mit mir über meine Träume reden? Was hat das alles zu bedeuten? Ein Moment. Hier im Safe liegt noch ein Handy. Erstmal alles mitnehmen. Ohne die vierstellige Geheimnummer kann ich es nicht benutzen. So. Könnte die richtige Kombination sein. Ich versuch's mal. Gott sei Dank. Passt. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Keine eingespeicherten Nummern, keine Nachrichten. Nichts. Hat Max das Handy überhaupt benutzt? Oder hat er alles gelöscht? Aber warum? Eine Nachricht auf der Mailbox. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Was? Hier ist Emre. Ich bin immer noch in der Türkei. Die haben die Ausgrabungsstätte auf den Kopf gestellt. Und um ein Haar hätten sie mich erwischt. Angeblich verkaufen wir unsere Funde ins Ausland. Sarge Maluk, in Wahrheit geht's um was ganz anderes. Das Volk vom Nabelberg ist nämlich nicht einfach so untergegangen. Du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Du musst sofort herkommen und dir das ansehen. Kein Wunder, dass die uns das Maul stopfen wollen. Wenn rauskommt, dass... Lanet Olsun, sie sind da. Ich muss abhauen. Melde dich. Und Max, pass auf dich auf. Die sind sicher auch hinter dir her. Alach Yardım Jin Olsun. Türkei... Das war doch Emre Dardoğan, ein Kollege von Max. Was geht da eigentlich vor, verdammt nochmal? Die Schwierigkeiten, in denen Max jetzt steckt, scheinen irgendwie mit seinen Forschungen in der Türkei zusammenzuhängen. Wie auch immer. Im Moment ist das mein einziger Anhaltspunkt. Hier kann ich eh nichts weiter ausrichten. Und wenn es Neuigkeiten zu meiner vermissten Anzeige gibt, bin ich ja per Handy erreichbar. Also, auf in die Türkei. Aber das Rätsel eben, das war ja echt mies, ey. Da hatte ich jetzt aber wirklich Glück gehabt, du verdammt. Sie ist unterwegs. Was? Ich glaube, wir werden verfolgt. Oder zumindest überwacht. Erdbeben. Zum Glück nur ein schwaches. Hier sind überall Totenköpfe. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl, wenn ich hier bin. Ich glaube, ich fahre wieder. Eine Kette. Hier hat man eine Kette zwischen zwei schwere Betonblöcke gehängt. Das soll wohl die Zufahrt zur Ausgrabungsstätte versperren. Rein symbolisch, versteht sich. Genau, man kann es bestimmt mitnehmen. Die Kette hängt hier nur so rum. Ich nehme sie mal mit. Genau. So, das ist bestimmt das Auto, mit dem sie da ist. Der Mietwagen, mit dem ich hergekommen bin. Diese Ausgrabungsstätte ist mein einziger Anhaltspunkt. Ich schaue mich am besten erstmal gründlich um. Und das? Schicker Geländewagen. Nehmen wir den. Wozu ein Auto knacken? Ich hab doch schon eins. Hast du eben zwei? Mein Gott. Ein Totenkopf sagt mehr als 1000 türkische Worte. Richtig. Und genau in dieser Ebene wollen wir uns natürlich aufhalten. Ja, super. Na gut. Eine Laterne. Was? Achso, zur Ausgrabungsstätte. Okay. Aber hier gibt's noch... Oh, was ist das denn? Baumbudenklo? Nee. Eine Tür. Und ein Fenster. Oh mein Gott. Was gibt's? Der Container dient offensichtlich als Büro und wurde genauso offensichtlich durchsucht. Alle Aktenschränke stehen offen. Der Boden liegt voller Papier und von den Computern sind nur noch ein paar Kabel und die Monitore übrig. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Dann könnten wir ja wahrscheinlich wohl rein, wa? Ein vergittertes Fenster. Ohne Trennschleifer ist da nichts zu machen. Gut, habe ich leider nicht dabei. Gehen wir mal durch. Die Tür ist verrammelt und versiegelt. Um da reinzukommen, bräuchte ich schon schweres Gerät. Aber dann würde vom Container nicht viel übrig bleiben. Wenn es da drin so kaputt ist, wie sind sie denn da reingekommen? Komm hier, hau mit der Kette ein. Nicht? Geht nicht, schade. Ist da dasselbe? Oh ja, ein Mülleimer. Endlich wieder was. Der Raum ist vollkommen leer. Allerdings kann man anhand der Umrisse an der Wand erkennen, dass hier wohl mal jede Menge Geräte gestanden haben. Ja, vor dem Fenster ist ein schweres Gitter. Außerdem bezweifle ich, dass sich da drin noch was Verwertbares findet. Ja und? Ist doch egal.
Durch die Tür. Auf. Die Polizei oder wer auch immer hier war, hat ganze Arbeit geleistet. Da komme ich nicht rein. Ein Mülleimer. Juhu. Müll in einem Eimer. Na denn, weiß Bescheid. Du kennst es ja. Die Erfahrung hat mich gelehrt, Müll grundsätzlich zu durchwühlen, weil sich eigentlich immer was Brauchbares findet. Eine Fahrradspeiche. Ach so. Für sich gesehen eigentlich nutzlos. Aber da sie im Müll lag, muss sie wichtig sein. Ja, vielleicht kann ich ja damit die Tür knacken. Das versiegelte Schloss lässt sich wohl kaum mit einer Speiche knacken. Ja, es sah ja auch eigentlich erst so aus wie ein Baseballschläger, aber okay. Hier? Das versiegelte Schloss. Gut, dann gehe ich erstmal zur Ausgrabungsstätte, nachdem ich hier alles geplündert habe. Oh, warte, was ist das denn? Ein Spalt? Ein Spalt unter der Tür. Ein Spalt. Hier, komm. Spalt. Vielleicht kann ich mir daraus Vielleicht Papier kann ich mir mit der Speiche irgendwas Brauchbares durch den Türspalt angeln. Na also. Papier. Oh ja, wie geil. Auf einem der Schnipsel steht der Name von Max. Eine Spur? Oh. Ich muss sie zusammensetzen. Nehmen Sie die Teile per Linksklick auf und bewegen Sie sie dann zu dem Rotationsknopf. Dort drehen Sie die Teile per Linksklick um in 90-Grad-Schritten im Uhrzeigersinn, bis Sie die gewünschte Ausrichtung haben. Legen Sie die Teile dann wieder per Linksklick im Bild ab. Okay. Das ist der markanteste Schnipsel und damit ein guter Anhaltspunkt für die anderen Teile. Ich lasse ihn lieber so liegen. Ja, ich würde jetzt gerne... Okay. Ein Telefax. Das sieht doch gut aus. Nee, das passt da nicht, schade. Hallo Max. Wir haben alle richtig rum. Das kann man ja Gott sei Dank einigermaßen gut sehen. Hätten sie aber gleich mal alle richtig rum hinlegen können. So, das kommt wahrscheinlich hier hin. Von Emre, okay. So. Die Forschung. Ein Fax von Emre an Max mit Handynummer und Forschungsergebnissen. Wenn ich das richtig verstehe, ist die Tempelanlage, die Sie hier freilegen, offenbar vor über 10.000 Jahren absichtlich zugeschüttet worden. Komisch. Warum sollte man eine Tempelanlage zuschütten? Aha, da scheint sich Emre auch gefragt zu haben. Seine Untersuchung der Sedimentschichten aus jener Zeit deutet auf massive Ernteausfälle hin. Aber nur um die Tempelanlage herum. Das Klima schließen die Wissenschaftler als Ursache aus. Dafür waren die Ernteausfälle lokal zu begrenzt. Seltsam. Ja, die haben halt... Moment, da ist eine Handynummer drauf, habe ich gehört. In den Unterlagen stand die Handynummer von Emre. Vielleicht erreiche ich ihn ja. Genau. Max, na endlich, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Emre? Emre Dadoan? Wer spricht da? Und wie zum Teufel kommen Sie an das Handy meines Freundes? Oh, Verzeihung. Hier ist Nina. Nina Kalenko. Ah, die Verlobte von Max. Genau. Und wo steckt Max? Max wurde entführt. Was? Ja, direkt vor meinen Augen. Verdammt. Das hat sicher mit unseren Forschungen zu tun. Emre, ich muss alles wissen. Welche Forschungen? Wer hat Max entführt? Das waren wahrscheinlich dieselben Leute, die mich beinahe erwischt hätten. Wir sind da nämlich an der ganz großen Sache dran. Können wir uns treffen? Leider sitze ich auf dem Nabelberg unter der Grabungsstätte fest. Was? Es gab vorhin ein Erdbeben, das mir den Weg zurück an die Oberfläche abgeschnitten hat. Na. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin auch hier. Das Erdbeben vorhin habe ich live mitbekommen. Vielleicht kann ich dir helfen. Prima, aber einfach wird das sicher nicht. Na, und toll. Was soll ich machen? Du kommst nur über den Fahrstuhl in die unterirdischen Bereiche der Tempelanlage. Und den einzigen Schlüssel dafür habe ich. Der Fahrstuhl befindet sich bei Grabungsstelle C. In meinem Geländewagen am Eingang liegt eine Karte der Anlage. Blöde Frage. Wieso fährst du dann nicht einfach zu mir nach oben? Ich hatte doch vorhin erwähnt, dass mir der Weg zum Fahrstuhl abgeschnitten wurde. Oben steht ein Bohrer rum. Wenn du ein Loch zu mir bohrst, kann ich dir den Schlüssel übergeben. Und noch eine blöde Frage. Wo um Himmels Willen soll ich denn bohren? Die Anlage hier ist gigantisch. Ich mache mit meinem Handy ein Video von dem Raum hier und schick's dir. Vielleicht helfen dir ja bestimmte Merkmale beim Identifizieren der richtigen Stelle an der Oberfläche. Auf jeden Fall stinkt's hier ganz schön nach Öl. Ich schick die MMS jetzt raus. Hoffentlich kommt sie durch. Mein Akku ist gleich leer. Die MMS ist da, aber ich erreiche Emre nicht mehr. Okay. Ich habe mir den Plan der Ausgrabungsstätte aus Emres Wagen geholt. Aha. Gut, Die MMS hat mir Emre per Handy aus dem Tempelraum geschickt. Wurzeln. Okay.
Ein Tunneldurchgang. Ein Symbol. Nichts. Ein paar Anhaltspunkte liefert mir das Video ja. Ich muss herausfinden, wo dieser Raum ist und wie ich Emre da rausholen kann. Also auf jeden Fall muss irgendwo in der Nähe ein großer Baum sein. Fledermausgeräusch, ah ja. Ölgeruch, Geröllaufnahmen auf Video, Motorengeräusche. Motorengeräusche? Echt? Wandrelief, Baumwurzel. Okay. Der Grabungsplan aus Emres Auto. Damit werde ich mich jetzt bestimmt nicht mehr in der Anlage verlaufen. Na, ich hätte wahrscheinlich gar nicht in die Anlage gehen können, weil ich mich verlaufen hätte. So, ja, also in C ist der Fahrstuhl, hat er gesagt. Wie viele Buchstaben gibt's denn? Okay, Parkplatz, da war ich. Okay, dann gucken wir uns doch erstmal um. Ah, was gibt's denn hier? Also hier ist eine Ölpfütze und eine Pumpe. Motorengeräusche, das würde vielleicht sogar passen. Mit bloßen Händen durch massiven Fels graben? Das kann nicht mal ich. Ja, ist mit bloßen Händen. Achso, das Bild kann ich nicht weiter. Okay, ein Busch. Ein kleiner Busch? Da gibt's nichts zu entdecken. Na toll. Außer ein kleinen Busch. Eine Ölpfütze. Hier läuft Öl aus dem Motor der Pumpe. Nein, danke. Kein Bedarf an einem Ölbad. Eine Dieselpumpe, die leise vor sich hin tuckert. Sie pumpt das eingedrungene Wasser aus der Grabungsstelle. Die Pumpen wurden hier mit Sicherheit nicht zum Spaß installiert. Ich lass besser die Finger davon. Aber zumindest würde es ja passen. Ölgeruch, Motorengeräusche. Ich höre hier was rascheln. Mit dem Geröll, gut, das weiß ich nicht. Aber hier ist, das hier sieht aus wie ein Durchgang. Aber der Busch, der kann doch unmöglich diese riesen Wurzeln haben. Was haben wir denn auf B? Hier, toll, hier ist auch eine Pumpe. Aber kein Öl. Kein Öl. Ein großer Stein. Die Grube ist voller großer Gesteinsbrocken. Aber dieser Findling ist besonders stattlich. Na, den nehmen wir doch mal den mit. Den kann ich nicht bewegen. Ach komm, du kannst doch gar nichts. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Rote Erde. Die Erde hier am Boden ist rot. Sieht aus wie auf einem Tennisplatz. Hm. Kann ich dafür was mitnehmen? Ich nehme etwas von der losen, trockenen Erde mit. Ja, wie geil. Endlich rote Erde. Hol ich immer mal ab. Ein Pfeiler. Ein mächtiger Steinpfeiler. Also bis jetzt ist A eigentlich eine gute Lösung. So, das war B. Was ist auf D? Oh, hier haben wir den Bohrer. Und noch ein Busch. Ein Pfeiler. Ein robuster Gesteinsbohrer mit Benzinmotor. Ich bin ja ziemlich leidensfähig, was die Schlepperei betrifft. Aber der Bohrer ist mir eindeutig zu schwer. Sollte ich ihn brauchen, weiß ich ja, wo er steht. Okay, alles klar. Ja. Okay, aber hier ist kein Öl. Also ich glaube, ich muss bei A bohren. Ach, verdammt, hier ist auch... Ah, hier ist aber der große Baum. Ah, okay. Großer Baum. Ein hochgewachsener Baum. Kann ich das jetzt damit vergleichen? Das könnte passen. Die Wurzeln des Baums dürften lang genug sein, um bis zu einer unterirdischen Kammer zu wachsen. Das glaube ich nämlich auch. Motorengeräusch ist die Pumpe. Ja, das könnte der Motor gewesen sein, den ich auf dem Video gehört habe. Dann haben wir hier noch das Öl. Ach Gottchen, ach, das ist süß. Haben wir noch Öl? Möglich, dass das ölverschmutzte Wasser durch eine Spalte nach unten gesickert ist und dort diesen penetranten Geruch verbreitet. Wenn ich mich hier so umschaue, ist das der einzige Ort, der in Frage kommt. Das Pumpengeräusch, die Baumwurzeln und der Ölgeruch. Emre muss direkt unter mir sein. Yeah. Ja, das passt doch dann.